genau, weil das war jetzt mal komplett für den Kuckuck. Das hier muss nochmal weg. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 ist fast ein bisschen zu wenig, aber auf der Seite noch was abtragen von dem Berg. Ja, ich meine, könnte man, klar, sieht dann aber vielleicht ein bisschen zu wild aus. Weiß ich noch nicht genau. Auf der anderen Seite, ja gut, weißt du, ist ja eigentlich auch egal, ne? Wenn ich jetzt sage, das Haus wird 1, 2, 3, 4, Treppe, 1, 2, 3, 4, Treppe, sage ich schon, Tür. Könnte passen. So, dass ich jetzt mal grob schon mal anfange, so. Hier Fenster. Heißt also, hinten können wir ruhig auch so und so machen. Da kommt jetzt wahrscheinlich kein Fenster rein, nur die Tür. Wieso habe ich ihn? Achso, ja klar. Ja. Klein und bescheiden, aber trotzdem nicht hässlich. So, Fenster. Ne, warte mal, hier kein... Machen wir mal so und dann Fenster. Ne, ach, das geht ja gleich gar nicht. Das geht ja gleich gar nicht. Nee, ich muss eigentlich so hier Fenster machen. Dann zwei frei und hier wieder Fenster machen. So, glaube ich, wäre es am besten, wenn ich hinten noch welche reinhaue. Und hier dasselbe Spiel auch. So, das sind jetzt erstmal die Grundrisse. Dann können wir jetzt hier die Tür erstmal überbauen. Das hier, das hier, das hier wären ja dann die Fenster. Also können wir hier ruhig noch eins höher gehen. Das hier, so, 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 so. Und hier hinten, so, 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 so. Okay. Wupp. Komm. Wupp. So, das ist erstmal Basis. Klein und gemütlich. Das hier wird dann Holz, logischerweise. Ah, verdammt, muss mich umsetzen. Ah, Füße schlafen ein, Alter. Aber wie die Hölle, ey, den rechten spüre ich gerade gar nicht mehr. Der ist einfach tot. Der ist einfach tot. Abgestorben. So. Ja, wie gesagt, smartes Haus, ne? Aber ich wollte einfach mal auch in diesem weißen Beton mal ein Haus gestalten. Kann nicht schaden. So, das heißt, jetzt brauchen wir hier fürs Fundament einfach mal Birkenholz. Nehmen wir ja sonst auch nicht so oft, glaube ich. Weil ich denke, das passt zu den Außenfarben. Jetzt sieht alles ein bisschen nobler aus als immer dieses Eichenholz, was wir ja permanent nehmen. Oder relativ oft nehmen, sagen wir mal so rum, nicht permanent, aber dies öfteren. So, dann können wir zum Beispiel schon mal die Tür hier rein knispeln. Und keine Ahnung, beispielsweise hier links und rechts zwei Fackeln dran setzen. Den Weg noch ein Stück bis daran bauen, dass der mit der Tür genau hier abschließt. So, so, so und so. Wir brauchen wieder den Keyhass. So. Und noch mehr davon. Zack, 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 zack. Dann können wir mal den ganzen Plunder hier noch einsammeln. Oder auch nicht, weil Inventar ist die ganze Zeit immer voll. Boah, ja. Weiß auch nicht. Wenn wir jetzt eine Treppe nach oben bauen, was wir ja tendenziell machen könnten, dann müsste die wahrscheinlich eher von hinten, ähnlich wie bei unserem Landhaus, Strandhaus, was auch immer, Basishaus, auch so von hinten nach vorne durchlaufen. Ich glaube, dass das am sinnvollsten wäre. So, das heißt, jetzt brauchen wir aber noch mehr von der Birke, dass wir hier quasi die obere Etage auch Birkenholz machen. Warum nicht?
So, hinten müssen wir natürlich dann offen lassen, wahrscheinlich. Wenn es auch erstmal ein bisschen komisch aussieht jetzt, aber das, glaube ich, fügt sich dann alles noch. Ich muss halt jetzt nur schauen, oben wegen dem Dach und so, mit der Dachschräge, dem Dachgiebel, das kann ich ja wahrscheinlich eher wieder so machen. Das wird dann vielleicht sogar relativ hoch. Warte mal, Glas. Klar, Glas hatte ich doch dabei. Können wir doch gleich mal das Fenster hier rein zinnobern. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier so mache und so, da kann ich ja nicht wirklich... Gedachte Linie 2, 2. Ne, das ist dann eigentlich schon... Doch, kann ich. So und so. Genau, und dann kommt das Dach oben drauf. Ich glaube, das ist fast am effektivsten so. Genau, da können wir nämlich oben wenigstens auch noch ein paar Fenster reinmachen. Das sieht das nicht ganz so blöd aus. Nö, ganz im Gegenteil. Wenn dann das Dach oben drauf ist, sieht das sogar ganz cool aus. Wette ich mit euch. Ja, und da wird das hier so ein kleines Häuschen quasi in dieser Bergnische drin. Ja, ich weiß nicht, finde ich irgendwie, das war genau das, was dort die ganze Zeit drin gefehlt hat. So, was ich jetzt aber als erstes mache. Das habe ich natürlich blöderweise, bin ich jetzt an der Werkbank vorbeigeschrotet. Könnte ich dann noch machen. Würde ich trotzdem erstmal Interieur, hier, wenn auch nicht viel Platz ist jetzt natürlich, erstmal Fenster reinzinnobern. So, ich weiß gar nicht, hier könnte ich jetzt natürlich oben, könnte ich hier, oder stoße ich mir den Kopf beim Runtergehen? Ja, prinzipiell schon, aber es sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus, weil wenn hier offen ist, da kommt ja nie ein Mensch zu dem Fenster. Wie soll das denn da geputzt werden? Überhaupt nicht. Als letztens auch erst wieder Fenster geputzt. Ich so gedacht, Mensch, die Nachbarskinder sind aber auch schon groß geworden, ne? wohin denn jetzt vor Schreck? Hier vorne so? Sieht eigentlich blöd aus, aber es wird, wie gesagt, eh ein relativ smartes Haus. Was ich jetzt auch nicht mitgenommen habe, sind hier so Dingen, aber die kann ich ja selber, glaube ich, bauen. Genau. Kann ich. So, da haben wir hier nämlich wenigstens so zwei Tischplatten. Könnten dann natürlich optional hier so noch wie eine Art kleines Sofa bauen und der Rest ist dann einfach alles mehr oder weniger Interieur so. Und auf der Seite ist jetzt gar nichts. Das ist eigentlich auch wieder blöd, ne? Oder was weiß ich. Ich sage hier jetzt noch so ein... Ist ja eh alles nur mehr oder weniger improvisiert. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier aussieht mit unserem... mit unseren Ziegelsteintreppen. Ich glaube, die werden im Leben nicht reichen. Da war ich wieder viel zu optimistisch für die Sache. Aber ich kann es ja erstmal... so weit machen, wie ich komme. Ansonsten weiß ich zumindest, dass wir in der nächsten Zeit wieder mal Lehm brauchen. Denn das ist ja eigentlich mit den Ziegelsteinen soweit ganz geil. Aber am Ende haben wir nicht viel davon. Also wir müssen in nächster Zeit echt wieder jede Menge Lehm mitnehmen, die zu Ziegeln schmelzen und so weiter und so fort. Den Überhang könnte ich ja schon mal machen, auch wenn das jetzt hier bis in den Baum rüber geht. Aber ich finde, das, weiß ich nicht, wirkt auch ein bisschen natürlich so. Einfach mal so ein Haus, was ein bisschen von der Natur eingewachsen ist. Okay, das reicht doch mit unseren... hier Ziegelsteintreppen, das wird doch reichen. Wie gesagt, hier den Überhang... Nach unten muss ich dann natürlich auch noch eins gehen, aber das wird auf jeden Fall reichen. Wie gesagt, ja, ist wahrscheinlich auch am sinnvollsten, wenn man zunächst mal hier unten anfängt, dann hier ein bisschen den Übergang, so, so, so und so. Das ist mal wieder, ist auf jeden Fall mal was anderes als immer nur diese Holzhäuser.
Und ich glaube, Häuser, naja gut, wir haben mit Steinziegeln haben wir immer gearbeitet, aber so richtig Ziegeldach bis jetzt noch gar nicht so. Ich glaube, na, beim Hotel haben wir ein bisschen, na gut, das kann ich, muss ich dann von unten machen. Beim Hotel haben wir, glaube ich, ein bisschen mit den Ziegeln gearbeitet und, na, bei der Kirche halt, ne. Aber sonst jetzt noch nicht so. Okay, und schon habe ich wieder zwischendurch so ein bisschen meine Zweifel, ob das doch reichen wird hier. Ich glaube fast nicht. Ah. Naja, oh, scheiße, wenn ich mich jetzt natürlich auch noch hier verbaue. Also. Das wird nicht reichen. Verdammt, ich war gerade echt kurz zuversichtlich gewesen, aber es wird nicht reichen. Wegen einem! Und dann haben wir ja unten noch die Schräge. Wir haben ja noch Ziegel dabei, ich sag's nur. Wir müssen ja dann eh noch, also ich muss jetzt eh erstmal hier rüber gehen schnell und muss nochmal in die Werkbank. Da kann ich aber, da kann ich auch gleich in die Schmiede laufen und die paar Dinger noch herstellen eben. Da kommen wir hier sowieso nicht weiter. Ich weiß nur nicht, ob es reichen wird. Ich hole mir mal, ja, wie viel brauche ich denn? Hätte ich vielleicht auch zählen können, aber ich hole mir mal einfach, wie gesagt, weißen Beton brauche ich erstmal gar nicht mehr. Den kann ich direkt wieder aufräumen und da hätte ich mir, glaube ich, auch sparen können, so viel noch herzustellen, aber ist egal. Wie gesagt, lieber haben wir hätten. Birkenholz kann ich ja auch erstmal wieder aufräumen. Nee, das nehme ich mal noch mit. Eichenholz kann ich aufräumen. Und auch den Baum. Fackeln brauche ich für innen noch. Erde habe ich jetzt natürlich ungünstigerweise mitgenommen. Aber brauche ich nicht. Kann ich wegschmeißen. Die Stufen brauche ich auch nicht mehr. Die können wieder da rein. Jetzt muss ich mal, boah, die Heizung runterdrehen. Das ist ja heiß hier an dem, ist ja furchtbar, ey. Brauchst denn so heiß in der Wohnung? Was will ich denn hier? Glas wollte ich aufräumen. Glas brauche ich nicht mehr. Kies eigentlich auch nicht mehr. Ich nehme mal noch ein paar mit, weil ich hinten noch was bauen wollte. Die Spitzhacken kann ich eigentlich schon wieder wegtun. So, und dann muss ich jetzt, wie gesagt, wollte ich noch Ziegel holen. Ja, guck mal. Zwei haben wir noch hier und 1,64er nehmen wir noch mit. Das sollte reichen. Und dann können wir das ja noch ein bisschen schmieden. Wenn ich dann einmal hier vorne bin, sage ich mal, kann ich ja auch unter anderem noch meine Betten bauen. Die habe ich ja jetzt auch noch nicht. Ja, man braucht halt unheimlich viel von diesen Ziegelsteinen, um so Ziegelblöcke zu machen. Und um Ziegelblöcke zu machen halt auch, ich weiß gar nicht, kann ich daraus irgendwas herstellen? Nee, auch nicht, ne? Renne ich mit den zwei Ziegelsteinen hier rum. 34 ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, ob es 34 tun insgesamt. Ich denke schon. Denke schon, ja. So, jetzt habe ich das Holz natürlich. Na gut, ich kann ja aus dem Holz, glaube ich, auch Betten bauen, oder? Kann ich. Jo. Dann machen wir mal zwei grüne Betten noch draus, hier von mir aus. So. Nehmen die noch mit und dann gehen wir mal so ein bisschen an die Einrichtung dieses Hauses. Und da haben wir schon wieder zwei Folgen für alles gebraucht und sind noch lange nicht fertig. Ich habe gedacht, das wird so ein schneller Run hier. Mittlerweile sind hier übrigens ein paar Leuchtbeeren gewachsen. Das kommt dann aber gleich als nächstes. Es sieht erstmal geil aus, wenn man jetzt drauf zuläuft, ne? Oder? Klar, vorne irgendwie. Ich hätte mir da vorne vielleicht doch noch ein paar Fenster gewünscht. Aber ja, nee, ich denke, das ist okay. So, wie gesagt, jetzt mache ich hier mal ein bisschen noch den Überhang dieses Daches. Das kann ich jetzt erstmal nur so von unten ranbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.